Hallihallo, meine lieben Leute. Ich hasse diese Situation hier ingründig. Ich stecke vor einem Boss fest. Ich habe keine andere Möglichkeit, weiterzukommen, außer diesen Boss zu besiegen. Ich sollte meine Heilgegenstände nehmen. Und ich weiß, dass ich mir euren Zorn aufgezogen habe, zumindest den Zorn derjenigen, die keine Ahnung haben, was für ein Boss hier lauert, um die nun wahnsinnig warten zu sehen, was für ein Boss es ist, weil ich mich erdreistet habe, die Footage zusammenzukürzen, die den Bosskampf enthält. Was wird es sein? Ein Gifttor? Was ist es? Nein, es sind zwei, es ist der Dämon in Agonie und der Unterleibsdämon, Unterleibsdämon, aua. Ich sollte mal gucken, was die Gegner hier so tun. Oh, aua. Ich haue wahnsinnig zu auf diesen Dämon. Der andere macht irgendwie fiese Matenten. Mit mit Giftzeug. Deswegen habe ich Gifto gesagt. Die beiden können auch gemeinsam ganz schön ordentlich drum manzen. Und ich habe hier wirklich nicht die Möglichkeit, irgendwie Deckung zu nehmen. Beat Slam. Ich bin so hinüber. Nein, bin ich nicht. Doch, bin ich. Oh Gott! Ich weiß nicht, was da gerade stand, aber es stand da irgendwas. Hier, nimm das und nimm das. Schlagtechnik, die begeistert. Ich stehe an der Wand. Und. Es ist Ornstein und Smo in zwei großen, gewaltigen Unholzviechern zusammen. Oh Gott. Ich habe nicht viel gesehen, was da passierte. Kann ich einer? Au! Ah! Sehe mal gar nichts. Ich sehe so viel. Ah! Und das... Oh Gott, ist es scheiße im Weg. Ich glaube, es ist gerade nicht safe zu heilen, während ich hier runter mache, aber ich habe sie gut runtergeholzt. Okay, sauf mir jetzt. Oh Gott! Ja! Und er kraxelt und dachselt. Und er verflammt. Er brennt. Oh Gott! Ich sehe nichts! Ich haue! Ich haue, was das Zeug hält! Au! Und er haut auch. Er haut auch. Ich weiß nicht, was der andere tut. Er kniet vor mir nieder. Weil es das ist, was er soll. Ich weiß nicht, was der andere tut. Ich sterbe. Sowas von. Oh, er pustet und hustet, dass das Haus abbricht. Ha! Aua! Ich weiß nicht, was mir hier geschieht. Ich haue nur. Aua! Aua! Ich halte es aus, weil ich ein Mann bin. Der Gegner ist weg. Nein, hört auf! Hört auf, ihr Schweine! Lass mich... Oh, da muss... Atmen. Ich weiß nicht, was er tut. Er kotzt den Leipzig weg. Ich glaube, ich bin tot. Toll. Oh Gott, ich sehe viele Leichen hier rumliegen. Und ich bin an meinem Haus liegen, ob ich jetzt versuche, ihm hier eine überzubratzen. Ja, wie ich gesehen habe. Benutze ich nämlich mein Schild. Ne? Haha, ich bin halb vergiftet und mächtig beschadet worden. Au! Wenn ich was sehen würde, wäre es toll. Au! Oh, boah, ey. Na scheiße, da kommt die andere Sau auch und ich sehe nicht, was sie tut. Oh Gott, ey. Ich liebe ja sowas. Ah, zwei Riesenviecher, das... Der eine...
verbündet sich mit dem anderen. Und ich sehe nicht, was der andere tut. Was soll mit hauen? Nein, nicht du mich! Oh mein Gott. Okay, der pustet und hustet. Ah! Ja, aha. Au! Weiß nicht, was der andere jetzt gerade tut. Ich muss jetzt aber gerade mal mich heilen. Oh Gott, ey. Zwei Viecher, zwei mit Fernkampfmöglichkeiten, zwei, die sich knubbeln können. Ich hasse sowas wie die Pest. Toll, es ist der. Das ist so toll. Okay, ich versuche jetzt mal an den Rand zu gehen, meinen Rand zu kommen. Ich stecke fest. Wollte ich nur gerade mal gesagt haben. Ich stecke fest. Hi. Ich kann nicht, oh Gott, hauen. Okay, dann macht hier eine scheiß Atemtechnik. Nochmal Atemtechnik. Oh Gott. Ich glaube, er kommt. Aber einmal draufhauen. Und einmal weg. Oh Gott, ein Ding im Weg. Hi. Ah, scheiße. Verdammt, das hat doch eben geklappt, durch dich durchzukommen. Schmerzen. Dinge im Weg. Okay. Oh, fuck. Ich glaube, ich hätte ihm jetzt einen Konter oder sowas geben können, wenn der andere nicht gewesen wäre. Verdammisch! Der ist halb hinüber, aber jetzt kommt ja. Yay, eine meiner Nachricht wohl bewertet, wenn ich wüsste was. Oh Gott. Komm, geh mal hier weg, geh mal hier weg, geh mal. Genau. Oh Gott, Scheißdreck. Ich habe sie natürlich wundervoll schön beide gleichzeitig runtergehauen. Oh Gott. Macht der andere? Okay, der macht den Scheiß. Komm, hau ihn! Doch mal! Ja! Oh Gott! Was hab ich doch mit dem einen zu tun? Ich hoffe, der heilt sich jetzt nicht. Er wird stärker oder sowas, aber Gott, ich habe ihn runtergehauen. Ja, ja, ja. Er ist besiegt. Ich kann ihn noch hauen. Scheiße, er brennt. Ich hoffe, er explodiert nicht. Geh mal hinter ihm. Nein. Okay, es war nicht so wahnsinnig viel Schaden. Oh Gott, es ist... Oh Gott, ich sehe so viel. Shit, ich hab zu spät ausgewichen. Trinke ich mal was? Trinke ich mal was? Was ist passiert? Ich kann nichts machen. Oh Gott, jetzt Laser vom Outer Space. Oh Gott! Voll für Scheißvergiftung, ey! Oh, ich bin, glaube ich, ziemlich tot. Ich sehe die ganze Zeit nicht, was ich. Ich sehe überhaupt nichts. Boah, ist das ein Scheiß!
Gott! Phase 2 ist... Ja, in meine Fresse bin ich. Nahkampf über. Dass ich von diesem Scheißschwall erwischt werde, weil ich aus diesem fucking Dämon nicht weglaufen kann, weil er mich... Ich kann nichts tun. Meine Erkenntnis aus diesem Boss werde ich jetzt preisgeben, für den Fall, dass dies der Versuch ist, wo es glückt, diesen Gegner zu besiegen. Meine Fresse, ey. Nicht, was es tut. Well, well, the boy has talent. Erpresste Krümelkacke. Meine Fresse, ist das übertrieben. It's a day two of the Übungsrunnings. Ich habe meine Rüstung etwas angepasst, um einigermaßen noch schnell rollen zu können, aber gleichzeitig eine Feuerresistenz zu erhöhen. Wird mir wahrscheinlich nichts bringen, weil der Scheiß Gustav so wahnsinnig viel Damage tun und rausposaunen wird. Aber was soll's? Oh, ich dachte gerade schon, dass die Feindies hier gerade nicht in der Lage sind anzugreifen. Robek! Aua! Aua! Roll rein! So soll es sein! Wieso bist du nach vorne gerollt? Ich bin gerade sowas von weggerollt. It's a day number two with the Übung of the Boss here. Irgendjemand hatte mir geschrieben, er hätte ihn in 20 Versuchen erlegt. Ich brauch 200! Wie damals bei Gwyn. Nee, das waren irgendwie mehr als 200. Das waren 300! Die 300, ich komme! So. Nur einmal rufen. Weil man die Star ausweichen kann. So, und jetzt halten wir. Ein bisschen weg, Star. Warum triffst du mich? Ich bin gut, bin ich. Ich bin so gut. Du kannst mich nicht treffen, so gut bin ich. Oh Gott, es ist angeheizt. Ah, Grillmeister 2. Schaltet sich in den Kampf ein. Oh, Grillmeister 1. Da muss man eben sich selber mit Gewürzbrühe übergießen, damit die ordentlich was zu beißen haben und es auch schmecken tut, wenn sie jetzt gleich au loslegen. So, wir sind jetzt aber ausgepowert, ne? Genau. Wir sind... Aha. Achso, er war doch fast noch gar nicht fertig. Sag das doch noch. Oh. Oh. Ah. Ich weiß nicht, was der andere... Da kommt er jetzt mit... Ach ja, der Mördergewalt! Egal, ich meine, egal. Ach ja, Mördergewalt 2 von mir. Steh unter ihm drunter. Mann, steh ich unter ihm. Er ist mein Chef. Oh Gott, shit. Ja, es hat auch funktioniert, es hat auch funktioniert, jawohl! Er liegt, da kann ich mehr! Ui, ist der angeheizt, der andere? Ich glaube nicht. Ey, nicht den, genau, den ja anheizen. Ich meine, anvisieren. Na jetzt, ist der angeheizt und ich darf ihn hauen. So. Aua, und er darf mich auch hauen, wie man sehen darf. So, eins und zack und Nulpen machen weg. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass das Anvisieren gar nicht so eine... Ahaha, gute Idee ist. Okay. Mal sehen, ob meine Feuerresistenz jetzt was bringt. Aber ich glaube, ich habe schon ein bisschen mehr ausgehalten als zuvor. Steh auf. Steh auf. Hör auf zu lecken, Rechner. PC. So. Zack, Flamme weg. Haha, ich habe dich gehauen. Du mich auch. Hab nämlich nicht mehr viel gesehen.
gesehen von Mr. Schmock hier. Ja, es ist echt cool. Okay, jetzt auf mir nochmal. Oh Gott, ich stelle mich gerade scheiße an. Ui, das war knapp. Aber soll er seine Laserbahnen nur so ziehen? Das ist, okay, was war zum Teufel das jetzt? Ah. Dreh dich, du wilder Hengst! Dreh dich doch! Jawohl! Todesangriff! Ja! Stirb! Auf die Knie! Ah! Ah, ich lebe noch! Hättest du nicht gedacht, wa? Ui! Oh, ist das ein Scheiß! Vor allem, wenn man da drin steht. Oh, schnell! Bevor er lasert! Ja! Ach komm schon, ich hab gedrückt! Scheiße, es ruft mich jemand an gerade. Leider muss jetzt warten. Scheiß drauf. Bin gerade so schlecht. Meine Fresse, geht mir das auf den Senkel hier gerade. Es ist dieses... Meine Ahnung für sich... Mir reicht's jetzt. Shit, komm schon, schnell! Ja! 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 Oh, der Anruf hat mich jetzt gerade ein bisschen rausgebracht. Was zum Teufel? Oh Gott, steh auf, du Arsch! So. Okay. Mal sehen. Komm schon! Ja! 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 Es hat funktioniert! Ich hoffe, es kommt keine dritte Phase mehr. Ja, der Mondprinz! Hernieder mit dir! Okay, Fazit zu diesem Kampf. Meine Herren, also, Phase 1 ist ja das große Problem. Ich meine, Phase 2 sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, mit dem einen oder anderen schnellen Angriff rechne ich jetzt nicht so ganz und aufschalten sollte man vielleicht doch nicht, aber dann plötzlich, wie er direkt vor dem Gegner steht, ohne dass man es eigentlich möchte. Zumindest kam es mir jetzt gerade so vor. Problem ist Phase 1 dieser Kack. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um rauszukriegen, dass in Phase 1 der Boss quasi, dass man aufpassen muss. Also wenn beide oder wenn einer von den beiden Dämonen brennt, von den zwei Kleinen, dann... Was ist? Gut, war meine Mutter. Also, wollte mich beglückwünschen. Nein, nee, die war beim Zahnarzt wegen eines Zahns und so weiter. Und da muss ich auch noch hin diese Woche. Also, jetzt habt ihr gewusst, da war sie. Also, nein, Dämone, genau, geschafft. Also, nochmal, wenn einer der beiden Dämonen brennt oder glüht, dann ist der im Melee-Modus. Und das bedeutet, ja, der kommt dann. Wenn der andere gleichzeitig auch brennt, sind beide im Melee-Modus. Wenn sie nicht glühen, dann sind sie im Ich-Spucke aus der Entfernung drauf. Und das hat mich doch eine Weile gekostet, rauszufinden, wie ich da... das sehen kann und so weiter. Und von daher sage ich erstmal danke fürs Zugucken. Oh Gott, ich habe jetzt, glaube ich, hier theoretisch genug Footage für 2 Folgen, wenn ich es ungeschnitten irgendwie offeriere. Aber gucken wir mal weiter. Ich konnte aufleveln, aber gucken wir uns jetzt erstmal ein bisschen Krams an. Nur für euch, auch wenn ich jetzt quasi um die 19 Minuten nach Editierung voll habe. Was kann man aus der Seele des Dämonenprinzen machen? Unter anderem den Feuerbumerang oder was das hier ist. Dieses chaotische Ding, die letzte von den Dämonenprinzen entfachte Flamme, ist geformt wie eine Dämonenklaue. Dieses feurige Klinge ist zugleich eine pyromantische Flamme. Fähigkeit Wirbelhieb facht durch heftiges Wirbeln eine wilde Chaosflamme an und nutzt den Schwung, um einen schweren Wirbelangriff anzusetzen, der eine flüchtige Lavalache erzeugt. Klingt gut, kann ich aber nicht benutzen, weil das Ding geht auf... ja, Werte, die mir jetzt weniger wichtig gewesen sind. Beispielsweise Glaube und Intelligenz. Und ja, die Geschicklichkeit habe ich zwar, aber den Rest nicht. Und das ist noch nicht alles, sondern es gibt noch das kochende Chaos. Ein Restaurantführer,
Die letzte von dem Dämonenprinzen entfachte Flamme, diese Pyromantie schleudert einen Chaosklumpen. Beim Aufschlag lodert der Klumpen heiß auf und explodiert dann heftig. Für die Dämonen wären diese Klumpen Splitter des Lebens. Und nachdem wir das jetzt durchhaben, können wir noch ein paar andere Dinge mal lesenderweise durchlesen. Es waren immer nicht so viele, die wir jetzt lesenderweise durchlesen können. Also von daher müsst ihr jetzt nicht gerade irgendwie um eure Seelenhaftigkeit bangen. Genau, die Seele des Dämonenprinzen. Ich frage mich zwar immer noch, wie sich so ein Vieh zu einem Dämonenprinzen entwickeln kann, aber was soll's. Vielleicht ist es wie dieses Oversoul aus Final Fantasy C2. Ja, ich hab's gespielt. Gameplay-technisch fand ich es gar nicht so schlecht. Die Seele des Dämonenprinzen, eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt, benutzt, um viele Seelen zu erhalten, wandeln, um ihre wahre Kraft zu extrahieren. Die Dämonen, gemeinsamen Chaos entsprungen, teilen fast alles. Sogar den Stolz ihres Prinzen und seine langsam verlöschende Flamme, auf das der letzte überlebende Dämon sie neu zu entfachen vermag. Haha, von wegen. Wir haben sie gekeult. Das wäre jetzt DOS und dann habe ich, glaube ich, noch zwei Waffen, die ich mir angucken möchte. Und das einmal ist ja, oh, ich hätte es noch verbessern können und damit mein Leiden vielleicht schneller beenden können. Ein langstieliges Großschwert, das seinen Weg aus einem fernen Land hierher fand. Es ist ganz aus Stahl und daher extrem schwer. Der Name Spaltblatt kommt von der Form der großen Klinge, die an die Adern eines Blattes erinnert. Fertigkeit Windrad lässt die Waffe heftig über den Kopf kreisen, fegt Feinde fort und geht dann entweder in einen normalen oder schweren Angriff über. Die fortgesetzten Wirbelangriffe peitschen den Wind auf, gewinnen an Schwung, verstärken die Folgeangriffe. Man ist die ganze Zeit aber ziemlich schutzlos, das heißt, wenn man den Gegner damit nicht irgendwie direkt stunt oder sowas, dann war's das mit dem eigenen Leben, zumindest teilweise. Und der Dolch mit Aquamarinkristall, die Gravur in alter Sprache, schützt vor Unheil. Womöglich war er ein Abschiedsgeschenk für jemanden, der eine weite Reise antrat. Fähigkeit Kristallklinge. Die aus den Aquamarinkristallen freigesetzte Magie erzeugt eine Kristallklinge, die lang genug ist, um sie als gerades Schwert zu führen. Was mir auffällt, wenn ich solche Waffenbeschreibungen durchlese, das hört sich doch fast so an wie so eine Digimon-Beschreibung aus der Serie, oder? Soll ich da was einfügen? Vielleicht beim nächsten Mal. Wertetechnik seht ihr ja. Also das Ding ist gut für mich gemacht und das Ding hier ist gar nicht für mich gemacht. Ui, mir fällt gerade auf, ich habe eigentlich nur zu wenig Intelligenz, um das Ding zu führen. Naja, was soll's. Mir fällt gerade allerdings noch eine andere Sache ein. Und zwar, ich habe ja im ersten DLC, wie heißt es noch, Ashes of Ariandel, habe ich irgendwo Asche gefunden und ich glaube, die Asche habe ich hier. Oder doch? Okay, vergiss es. Ich hab gedacht, ich habe die Asche nie abgegeben. Ich level vielleicht nochmal kurz auf. Ich stecke jetzt mal ein bisschen was in, wie heißt das Zeug noch gleich? Kondition, um schwere Sachen tragen zu können. Vielleicht lohnt sich das ja. Bis gleich. So, es reicht gerade so, dass ich noch eine mittelwenig schwere Hose tragen kann, ohne dass ich quasi direkt hinüber bin. Ja, ich werde jetzt noch weitermachen bis zum nächsten Tod. Kleines Gesandtenbanner. Was macht man denn mit dem kleinen Gesandtenbanner? Gucken wir mal, was man mit dem kleinen Gesandtenbanner macht. Wenn ich finde, wo dieses kleine Gesandtenbanner im Inventar platziert worden ist, wahrscheinlich irgendwie unter den Schlüsseln. Kleines Banner und das kleine Gesandtenbanner. Dieses kleine Gesandtenbanner wurde in früheren Zeiten von den Gesandten des großen Fürsten Gwyn benutzt. Das kleine Gesandtenbanner vor der Ringklippe hochhalten, um Transporthelfer zu rufen. Die Zwerge, die die finstere Seele holten, erhielten die umringte Stadt am Ende der Welt als Geschenk des großen Fürsten. Auch seine geliebte jüngste Tochter war Teil des Geschenks, doch würde sie eines Tages zurückholen. Guinevere oder war das hier Lemond-Typ? Vision von Monster. Mögen die Flammen dich leiten. Zeit für Finsternis. Oh Gott. Bitte gib nicht mir nicht voraus Skelett. Das ist zumindest gut. Unglück voraus. Nicht voraus scheinbare Wand. Ja, du hast recht. Da hast du recht. Ich bin mal gespannt. Wenn jetzt hier der nächste Bosskampf ist, ey, dann gehe ich mir aber selber an die Gurgel. Das war jetzt gerade ziemlich, wie soll ich sagen, kräftezehrend, irgendwie noch zu schaffen, eine Folge hinzukriegen. Also sollte ich in der Lage, sicher in der Lage sein. Ah, ich kann das kleine Gesandtenbanner hochhalten. Toll! Ich meine, ich hätte es toll gefunden, wenn es jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen,
Metroidvania-artig gewesen wäre. Dass es vielleicht noch einen anderen Bereich gibt und da kann man das Ding finden, vielleicht nach einem anderen Bosskampf und dann kommt man erst mal hier weiter oder irgendwo anders ist das Ding versteckt. Hallo, meine Schnuckelbrain-Gehirnis. Das ist das zweite Mal, dass sie das hier in diesem Spiel machen. Also einmal ohne DLC und einmal mit DLC. Bin mal gespannt. Vielleicht ist die echte Guinevere tatsächlich noch hier. Ich meine, das war ja nur eine Illusion in Dark Souls 1. Und der Papa hat vergessen, sie abzuholen. Oh, Alzheimer, wo habe ich meine Tochter noch gelassen, nachdem ich mit dem BMW fortgefahren bin von der Raststätte? Da fehlt das... Oh. Oh. Also das ist mehr Anno Londo Eintrittslike als das andere. Ich habe übrigens, nachdem ich editiert habe, festgestellt, dass die Soundeffekte vielleicht doch ein bisschen leise gewesen sind. Und deswegen habe ich das geändert. Und wir sind am Blutfleck der Schande. Hallo, Blutfleck der Schande. Lade mal bitte den armen Irren, der hier gestorben ist. Vielleicht hat er einen Unsichtbarkeitsring getragen. Oder meine Internetverbindung ist gerade für den Arsch. Aber was soll's. Wir nehmen uns diese Titanitschuppe mit. Ich bin übrigens gewillt, eine eventuelle Anpassung an meinem Charakter, zumindest nach dem letzten Boss des DLCs. Oder für den letzten Boss. Vielleicht, wenn es sinnvoll ist, nochmal umzuändern, damit ihr eventuell was von den neuen Waffen hier seht. Nämlich eventuell diese Dämonenklingenwaffe. Falls ihr Interesse habt. Hallo, Luke. They brought thee here, did they not? Dost thou the gods serve, or merely that role affect? Ich gebe es nur vor. Yes, yes, of course. How wouldst one such as thee do service to the gods? Ich schlachte sie. I have intimate knowledge of thy kind. I know thy want. The dark soul, is it not? Why else wouldst one deign to visit this dung heap? Give rest to thy falsity. I would be an ally to thee. If it is the dark soul thou desirest, then seek Filianor's church at the base of the cliff. There wilt thou the sleeping princess waken. Her slumber is a deceit, a lid covering an overgrown privy, a prop to keep thee from the dark soul of thine desire. Schneewittchen, ich komme. Worry not, I am a true friend to thee. Ja, natürlich. If art yet human, the urge will soon begin to swell. To curse the gods and bring ruin upon this accursed heap of dung. Now, yearly to Filianor's if the... Yo, eigentlich ist hier eine wahnsinnig gute Stelle, um mal zu sagen, bis zum nächsten Mal. Aber ich möchte noch meinen Fuß an den Fuß dieser Treppe setzen. Was haben wir denn da? Bin ich Mensch? Hier darf ich sein. Hi! Put your hands in the air! Yeah! Yeah! Yeah!